Gleich kommt das Falterradio. Vorher gibt es noch Werbung. Sie hilft, unsere journalistische Arbeit zu finanzieren. Der Preis für ein gutes Buch sollte nicht das gute Gewissen sein. Faltershop.at, der Online-Shop mit Prinzipien. Über 1,5 Millionen Bücher, DVDs und CDs mit gutem Gewissen bestellen. Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Was bedeutet Feminismus heute in einer Zeit, in der weltweit autoritäre Demagogen den Ton angeben? In diesen Tagen startet ein Film in Österreichs Kinos. Der Titel ist Die Donal, gemeint ist Johannas Donal, die erste Feministin, die in einer Bundesregierung auf europäischer Ebene vertreten war, eine Ikone der österreichischen Frauenbewegung. Wir wollen diskutieren, wie stabil die Pflöcke sind, die sie einschlagen konnte, und wie gefährlich der Backlash gegen den Feminismus in unserer Zeit ist. Wir befinden uns im Sitzungszimmer des Falter, in dem viel diskutiert wird, heiß diskutiert wird über Türkis-Grün, früher Türkis-Blau, die Justiz, aber eben auch Feminismus und die Situation der Frauen. Ich begrüße sehr herzlich die Filmemacherin Sabine Dörflinger. Guten Tag, Frau Dörflinger. Frau Dörflinger, dieser Film, Die Donal, zieht einen großen Bogen von den 70er Jahren, den 80er Jahren bis heute. Was ist das Verbindende für Sie, das verbindende Thema für Sie, das das heute noch so spannend macht? Naja, Feminismus heute sind ja die Angelegenheiten nicht erledigt. Also es gibt ja viele Dinge, die sind erreicht worden und andere Dinge, die sind noch nicht erreicht worden. Und für mich, ich wollte dann einen Film über Johanna Donal machen, der kein Film ist, der irgendwie historisch oder museal ist, sondern irgendwie in der Wirklichkeit anknüpft. Damals war die Wirklichkeit doch die Aufbruchsstimmung der damaligen Frauenbewegung. Was ist davon geblieben heute? Ist es eine Defensive, in der sich die Frauen befinden, aus Ihrer Sicht? Naja, diese Aufbruchsstimmung von damals ist im Moment nicht da, aber es, weltweit gibt es neue Frauenbewegungen und da wird sich jetzt in naher Zukunft ganz viel ändern. Ich freue mich, dass die Frauenvorsitzende der SPÖ gekommen ist. Guten Tag. Frau Gabriele Heinisch-Hosek. Frau Gabriele Heinisch-Hosek ist Nationalratsabgeordnete, war Frauenministerin, war Bildungsministerin. Ich begrüße Maria Rauch-Kallert. Hallo. Nachmittag. Frau Rauch-Kallert war ÖVP-Politikerin, war Vorsitzende der ÖVP-Frauen und Ministerin mit verschiedenen Funktionen in ÖVP-Regierungen. Darunter auch Frauen. Darunter auch Frauen. Und ich freue mich sehr, dass Doris Knecht gekommen ist. Hallo. Kolumnistin des Falter und scharfzüngige Beobachterin der österreichischen Entwicklung seit einiger Zeit. Diese Aufbruchsstimmung in den 70er Jahren, die war ja eine Folge der 68er Bewegung, der Öffnung damals, dass man Autoritäten in Frage gestellt hat. Was war das Spezielle an der Johanna Donal, dass sie in der Situation zu so etwas Besonderem gemacht hat, dass man sich heute noch Jahrzehnte später sagt, da müssen wir uns festhalten an einer solchen Person? Also ich kann jetzt vor allem sagen, was ich in dem Film von der Sabine Dörflinger gesehen habe, dass man da zum ersten Mal so richtig über Probleme von Frauen sprechen konnte und darüber gesprochen wurde, was das Leben für die Frauen so schwer und ungerecht macht. Ja? Und in wie vielen Bereichen Frauen benachteiligt sind. Und was das Besondere war, es war zum ersten Mal jemand da, der sich darum gekümmert hat. Und das ist etwas, was mir jetzt gerade im Moment wahnsinnig, was mich beschäftigt sehr stark. Ich würde viel lieber reden über... Ich wäre viel lieber Schriftsteller als Schriftstellerin hier als Kolumnistin, Beobachterin. Ich würde gerne über Bücher reden, über Serien, über andere Sachen. Und ich hätte gern, dass über die Frauenproblematik jemand anderer redet. Ja, jemand, der sich darum kümmert, dass die Sachen besser werden. Aber in Wirklichkeit sind sie halt leider nicht viel besser geworden, als sie damals in den 70er Jahren war. Und jetzt gibt es niemand mehr wie die Donal, die sich darum kümmert. Ja, und wir haben keine Frauenministerin mehr, haben wir aber keine, die sich darum kümmert. Da muss ich widersprechen. Ja. Frau Rauch-Kallert, die Johanna Donal war eine SPÖ-Politikerin, war eine SPÖ-Ministerin, Staatssekretärin, dann Ministerin, aber war auch Ausdruck
der Frauenbewegung damals. Inwiefern hat man in der ÖVP Sie auch, unter den ÖVP-Frauen, Sie auch gesehen als jemand, der auch parteiübergreifend Frauenthemen vertritt? Also ich war ja gleichzeitig mit Johanna Donal in einer Bundesregierung unter Franitzky und Buschek in einer rot-schwarzen Regierung. Sie damals Frauenministerin, ich damals Familienministerin, Jugend- und Familien- und Umweltministerin. Und wir haben in dieser Zeit schon frauenübergreifende Schulterschlüsse gemacht. Wir haben uns beide durch unbotsame Bemerkungen in der Öffentlichkeit in die Verhandlungsrunde der beiden Kanzler und Vizekanzler sozusagen hineinkatapultiert, weil wir sozusagen kritisch uns geäußert haben. Dann mussten wir beide hinein oder durften beide hinein. Für uns war das die Chance, wenn die Verhandlungen in eine gefährliche Klippe für die Frauen gekommen sind, haben wir uns zugezwinkert, sind auf die Toilette und haben dort gesagt, bis wie weit wir gehen und bis wie weit wir nicht gehen. Aber es gibt von der ÖVP, es gibt keine Johanna Donald der ÖVP. Warum ist das so? Naja, ich empfinde mich schon als durchaus Nachfolgerin der Johanna Donald als Frauenministerin und in der ÖVP. Wir haben damals eine ganze Menge weitergebracht. Es ist immer noch zu wenig. Es ist immer noch nicht genug und ich würde mir wünschen, dass wir beim nächsten oder irgendwann einmal bei einem Frauentag sagen können, es ist Frauentag und keiner geht hin. Zwar deswegen, weil es nichts mehr zu ändern gäbe. Da sind wir aber noch weit davon entfernt. Ausgerechnet, wenn es in dem Tempo weitergeht wie in den letzten 10 Jahren, brauchen wir ungefähr noch 80 Jahre, bis wir zu einer tatsächlichen Gleichstellung kommen. Es gibt eine Unzahl von Themen, angefangen von gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit. Da hat sich die Lohnschere angenähert, aber nicht weit entfernt von, naja, schon, es ist besser geworden, aber es ist noch lange nicht gut. Und es ist eigentlich unfair. Und Gewalt gegen Frauen ist leider auch immer noch ein Thema. Frau Heini-Schosek, dass es die Johanna Donald in der eigenen Partei nicht leicht gehabt hat, das haben wir in dem Film immer wieder gesehen. Hat sich da wirklich was Dramatisches geändert? Heute hat die SPÖ eine weibliche Vorsitzende, aber wahnsinniger Zuspruch von Seiten der Männer ist nicht so zu verspüren. Ist in Wirklichkeit die Atmosphäre, sind da Restbestände der Atmosphäre von damals heute noch so stark? Ich glaube, es geht um Machtverhältnisse und Männer, die Macht aufgeben müssen, weil Frauen an ihre Stelle treten, die haben es nicht leicht, das ist keine Frage. Und das ist schwer erkämpft worden, auch in unserer Partei, dass, wenn wir uns an Johanna Donal erinnern und das Plakat, jeder zweite Abgeordnete ist eine Frau, wir erinnern uns wahrscheinlich alle, und jetzt haben wir durch eine Statutenänderung es nach vielen, vielen Jahren geschafft, dass wir fast 49% Frauen in unserem Club im Parlament sind. Aber das waren schwere Kämpfe, auch gegen Männer teilweise, keine Frage. Und vielleicht lassen Sie mich ganz kurz sagen, der Schulterschluss, den Sie erwähnt haben, den spüre ich heute nicht mehr. Also es ist heute nicht möglich, über alle Fraktionen hinweg im Parlament, das ein oder andere, das uns Frauen gut täte und wo wir reüssieren könnten bei der Lohnschere, bei anderen Beschlüssen, dass es diesen Schulterschluss gibt. Warum? Also waren wir früher, weil sich, glaube ich, durch neoliberale Politik, und die ist neoliberal, die jetzt gemacht wird, gewisse Dinge verändert haben, sodass Frauen vielleicht diesen Schulterschluss machen würden, aber dann sofort zurückgepfiffen werden von den Club-Obmännern. Also in dem Fall habe ich das mit der ÖVP erlebt, als wir noch in großer Koalition waren. Wir hatten das ein oder andere Mal wirklich einen Schritt nach vorne getan und mussten aber 3/4 Schritt zurück tun, weil die konservativen Kräfte das nicht zugelassen haben. Und das, glaube ich, ist leider gelungen. Ja, das ist ein schönes Einzelbeispiel, aber die Lohnschere ist ja noch immer 19,7% Und das hat auch ordentlich lang gedauert mit der Bundeshymne. Ja, und ist immer noch nicht gegessen. Es gibt immer noch massive negative Resonanz in den sozialen Medien, wenn das Thema wieder aufs Tapet kommt. Ja. Jetzt hat es damals die autonome Frauenbewegung gegeben, international, ist von Amerika ausgegangen, Women's Lib. Aber die Beziehung zwischen den autonomen Frauen in Österreich und der Johanna Donald war ziemlich spannungsgeladen. Das sieht man auch in ihrem Film und wenn ich mich auch daran erinnere, das war keineswegs so einfach. Warum diese Spannungen? Sind doch beide eigentlich in die gleiche Richtung gegangen.
Naja, die autonomen Frauen wollten halt mehr, was Johanna Donnern umsetzen konnte. Also man muss ja ganz klar sagen, die Voraussetzung, dass da überhaupt was passieren konnte oder die 70er Jahre so eine Aufbruchstimmung waren, ist natürlich eine Gesetzesreform. Also sozusagen ohne der Familienrechtsreform wäre da gar nichts gewesen. Ne? Also die Familienrechtsreform hat geheißen, der Mann wird abgeschafft als Oberhaupt der Familie. Und kann dann man sich muss, halt überhaupt nicht vorstellen mehr. Ja, und dann muss umgesetzt werden, was sozusagen die Folgen davon sind. Also das war ja auch für die Johanna Donnern, würde ich mal sagen, ein klares Jobprofil. Ne? Sozusagen das ist zum Umsetzen. Und das eine sind eben Gesetze und das andere ist natürlich mit den Leuten reden, das andere sind Reformen und so weiter. Gleichzeitig eben gab es die autonome Frauenbewegung und den Druck von der Straße, der halt kam über die Abtreibungsbewegung. Also würde ich mal sagen, würde, das wäre die Geburtsstunde der zweiten Frauenbewegung. Und natürlich der Druck von der Straße war groß. Und gleichzeitig war aber auch der Wille in den 70er Jahren, dass man halt eine gleichberechtigte Gesellschaft will und dass man natürlich die Frauen mit einbeziehen will. Also so lange war der Zweite Weltkrieg noch nicht aus. Es war sozusagen ein ganz anderes Gefühl, dass man gesagt hat, okay, wir sind Österreich, wir sind gemeinsam und natürlich wollen wir eine gleichberechtigte Gesellschaft und natürlich wollen wir Menschenrechte. Ihr Film ist ja ein bisschen eine Zeitreise, bringt einen dazu, sich in die Zeit vor 30, 40 Jahren zu versetzen. Schauen wir uns einen ganz kleinen Ausschnitt an, wie das damals war und um uns in diese Zeit hineinzuversetzen. Was halten Sie vom Karenzurlaub für Männer? Für Männer? Das ist ein Blödsinn. Warum? Na, für Frauen schon, aber für Männer hole ich überhaupt nichts davon. Warum nicht? Naja, weiß ich nicht. Weil das eben so ist. Eine Frau gehört in Karenzurlaub, die muss beim Kind sein. Aber ein Mann, der soll in die Arbeit gehen. Das. Was halten Sie vom Karenzurlaub für Männer? Ich halte gar nichts davon. Warum nicht? Nein, weil ich das ein Blödsinn finde. Ich meine, ein Mann soll weder zu Hause sein, noch für die Kinder da sein. Das ist die Rolle der Frau und die Frau soll das machen. Was halten Sie davon? Ich stehe dem sehr kritisch entgegen. Und zwar ich der Meinung bin, dass ein Mann was anderes tun hat, eine andere Aufgabe hat. Vielleicht ein bisschen konservativ. Nun, heute genau vor 60 Jahren sind die ersten Sozialistinnen ins Parlament gekommen als Abgeordnete. Ist es eigentlich jetzt 60 Jahre später noch immer notwendig, dass man eine eigene Frauenbewegung hat, dass man eigene Frauentage veranstaltet? Das ist sicher notwendig, denn es gibt hier Interessen zu vertreten. Und es findet ja auch niemand etwas dabei, dass zum Beispiel bei den Arbeitnehmervertretern nur Arbeitnehmer zusammengeschlossen sind und nicht auch die Arbeitgeber. Nun, aber Männertage wären doch eher ungewöhnlich, ne? Männertage gibt es nicht ausgewiesen, aber sehr viele schauen so aus. Ja, da hat sich doch ziemlich viel geändert. Also die Quoten, Sie haben es angesprochen, die Geschlechterverhältnisse im Parlament, in den Regierungen, total anders. Na, total jetzt, anders ist na ja, es nicht. Ich möchte nicht widersprechen. Es ist verbessert. Also in der Europäischen Kommission gibt es fast ein 50-50. Ja, aber solange es nur fast 50-50 ist, ist es nicht. In der österreichischen Parteienlandschaft ist es ganz unterschiedlich. Ja, in der Regierung sind jetzt mehr als 50%. Ja. Also, das ist schon ein großer Unterschied zu früher. Aber jetzt gibt es trotz dieser veränderten Situation doch etwas wie das Gefühl, Sie haben es angesprochen, das Kräfteverhältnis verändert sich wieder. Doris Knecht, wie tief geht das, dieser Eindruck? Wir waren damals in den 70er, 80er Jahren in der Offensive, jetzt sind wir in der Defensive. Das Kräfteverhältnis verändert sich zu Ungunsten der Frauen, der Frauenbewegung. Ich habe das auch, wie ich den Film gesehen habe, ist es mir so stark aufgefallen. Einerseits das, was geschafft worden ist, ja, ein paar wirkliche Pflöcke eingeschlagen wurden, wo man auch nicht mehr zurück kann. Und wo man auch gesehen hat, fand ich sehr interessant, das waren ja damals auch Forderungen, die allen übertrieben und überzogen vorkamen. Und jetzt kann man sich nicht mehr vorstellen, dass es mal eine Zeit vor dieser Zeit gegeben hat. Und so ist es jetzt ja auch mit dem Feminismus. Und ich habe halt das Gefühl, das ist ganz oft bei Frauen so, dass immer eine Gruppe der Bevölkerung sagt, haben wir keine anderen Probleme, euch geht's doch eh gut. Ja, das war zu allen Zeiten so und es ist jetzt auch so. Ich finde, es geht uns nicht gut genug oder den Frauen nicht gut genug, solange nicht 50% der Pflichten und der Rechte und der Verantwortlichkeiten gleich verteilt sind. Und solange können wir auch nicht zum Kämpfen aufhören. Ja. Und mir ist dafür noch kurz was einfach, weil mir ist halt, ich schreibe ja sehr lang schon über so gesellschaftspolitische Sachen und mir fällt auf, dass es Themen gibt, wie zum Beispiel, ich habe geschrieben über homosexuellen Paragraphen, die stark diskriminierend waren. Und da kann man sagen, das
hat sich verändert seither. Und seither ist es besser geworden und da hat eine faktische Gleichstellung stattgefunden. Und es gibt Probleme und ich glaube, in der Verkehrspolitik wird es auch so ähnlich sein. Da beobachtet man, schreibt man und es wird sich ändern. Und bei Frauen hat man das Gefühl, obwohl so eine große spürbare Ungerechtigkeit ist und obwohl es so ein Bewusstsein darüber gibt, ändert sich es nur sehr langsam und stoppt auch dann wieder. Jetzt, Frau Rauch-Kallert, Sie haben gesagt, dass Sie werden widersprechen, was die Frauenministerin betrifft. Aber die Frauenministerin jetzt sagte, zitiert, sie ist keine Feministin. Warum diese, warum tut man da eine bewusste Distanzierung von der Frauenbewegung, vom Feminismus von der letzten Jahrzehnte? Das müssten Sie sich selber fragen, warum Sie es. Ich glaube, dass unter Feminismus und ich bin eine Feministin, ich bin ein Feminist, das haben ja auch die Männer eine Zeit lang damit geprahlt, Feministen zu sein, jeder etwas anderes versteht. Und es ist immer noch ein Titel, der von vielen negativ gesehen wird, von vielen Männern negativ gesehen wird, aber auch von vielen Frauen negativ gesehen wird. Und die Frauenministerin trägt ihr einen Teil dazu bei, dass sie sagt, es ist ein Begriff, mit dem kann ich mich nicht identifizieren und damit ein bisschen ein Gut drauflegt. Ich glaube, man sollte sie an den Taten messen am Ende ihrer Amtsperiode. Das ist, glaube ich, immer fair, was sich dann verändert hat. Aber es schaut nach Rückschritt aus. Den Rückschritt habe ich seit 2006 gespürt, 2005, noch in meiner Zeit als Frauenministerin, als ich damals das erste Mal versucht habe, die Bundeshymne zu ändern, was da an negativen Emotionen hochgekommen ist. Und das war ja an sich in der Regierung besprochen und sollte damals am Nationalfeiertag 2005 beschlossen werden, oder 2006, jetzt weiß ich nicht mehr, 2005 glaube ich war es. Und dann hat eine Zeitung dagegen polemisiert, eine kleinformatige, und damit war die Zustimmung des Koalitionspartners nicht mehr gegeben und damit war das Projekt gefallen. Und ich habe damals gespürt, dass die Männer draufgekommen sind, dass jeder Platz für eine Frau einer weniger für einen Mann ist. Hat ohnehin einige Zeit gedauert und ab dem Zeitpunkt hat der Verteilungskampf wieder begonnen. Und der Verteilungskampf, wenn es um Positionen geht, die Gabriele Heine-Schossek hat völlig richtig gesagt, es geht um Macht, es geht um Einfluss, es ist ein Verteilungskampf. Und da wollen die Männer nicht zu viel aufgeben. Und die Frauen müssen um jede Position kämpfen. Und sie werden immer wieder zurückgestutzt, genau mit dem Argument, was wollt ihr denn, könnt doch ohnehin schon alles werden. Es gab auch eine junge Generation von Frauen, die gesagt haben, was wollt denn ihr alten Feministinnen, wir können doch ohnehin schon alles erreichen. Frau Heine-Schossek, das war zuerst der Versuch eines Einwands auch beim Wort Feministin, denn wir sollten diesen Titel stolz vor uns hertragen. Wir sind alle Feministinnen, weil wir für die Rechte von Frauen eintreten. Und eine Frauenministerin, die sagt, ich trete zwar für die Rechte von Frauen ein, wie es die jetzige tut, aber Feministin bin ich keine, das geht nicht zusammen für mich. Also das ist ein bisschen ein Widerspruch. Und wenn Sie sagen, seit 2006 ist nichts weitergegangen, jetzt möchte ich nicht aufzählen, was wir doch geschafft haben. Ich habe es ab 2006 gespürt, passt. Den Backlash. In den 90ern, würde ich sagen, als Johanna Donal aus dem Amt entfernt wurde, wenn ich das so sagen darf. Das Gefühl der Backlash ist sehr stark erreicht. Ja, auch aber es gibt die Frauen junge selber, Gruppen, die junge feministische Gruppen und Frauen, die über Popkultur, über andere Ausdrucksformen heute schon auch artikulieren, wie sie ihr Leben leben wollen. Und dass alles erreicht ist, stimmt längst nicht, da sind wir uns alle einig. Und wenn ich mir vor Augen für im letzten Regierungsprogramm, nicht im jetzigen, im letzten ist gestanden, es liegt in der Natur von Männern und Frauen, dass sie unterschiedlich sind. Das ist ein Backlash, würde ich mal sagen. Ja? Und jetzt im Regierungsprogramm, die Frauenministerin einstweilen nichts anderes als Frauen mit Migrationshintergrund, frauenpolitisch beleuchtet und die Frage einer Kopfbedeckung aufs Tapet bringt, dann ist das auch noch ein bisschen wenig. Aber wir werden sie an ihren Taten messen. Ich habe demnächst einen Antrittsbesuch. Ich freue mich schon darauf, wie sie ihr Amt anlegen möchte. Aber es war doch so rund um 2000, war doch so eine Aufbruchstimmung, wo es geheißen hat, ja, es ist das Jahrhundert der Frau, das Jahrtausend der Frau beginnt jetzt. Also alles große Ankündigungen. Wir hatten kurz nach 2000
den Punkt erreicht, wo an den Universitäten nicht nur mehr Frauen als Männer begonnen haben, sondern auch schnell mehr abgeschlossen haben, und zwar schneller und mit besseren Ergebnissen als die Männer. Also da ist schon sehr viel sozusagen aufgegangen. Und das hat sich dann aber eigentlich wieder so ein bisschen zwei Schritte vor, eineinhalb zurück. Aber das Universitätsgesetz 2002 hat sich nicht in den Karriereverläufen von Frauen an Unis leider niedergeschlagen. Aber es hat sich Gott sei Dank bei den mehr Rektor, Absolventinnen als aber Absolventen, das spricht wieder für Frage. Die Quote. Das spricht ja, aber jetzt werden wir wieder zurückgedrängt, ja, weil wir besser und schneller geworden sind. Also nein, nicht alles, aber bei den Rektorinnen gibt es eine Quote war, und da haben wir es erreicht. Die Quote war vor vielen Jahren heiß umstritten, auch bei Frauen heiß umstritten, ist inzwischen bei meisten Frauen eigentlich akzeptiert. Gab es auch einen Schulterschluss? Wird auch durchgesetzt. Jetzt symbolische Fragen spielen eine Rolle. Sie haben die Bundeshymne angesprochen, auch in der Sprache. Nicht? Es gibt die Diskussion um das berühmte Binnen-I, die hat es vor 20, 30 Jahren kaum gegeben. Die Johanna Donald, sagt man mir, hat bei ihren Ansprachen immer die weibliche Form verwendet, hat also gesagt, also liebe Journalistinnen und liebe Politikerinnen, Männer immer mit gemeint, um sich darüber lustig zu machen. Wie wichtig ist das, dass man dieses Thema, zum Beispiel Binnen-I oder solche Dinge, dass man das in der Sprache versucht einzuführen? Oder ist das ein Nebengleis, Frau Derfling, aus Ihrer Sicht? Ja, für mich ist es total wichtig. Also Sprache formt Gedanken die Gedanken wiederum formen die Welt, in der wir leben. Und also das Binnen-I habe ich mir jetzt erklärt, das ist nicht schon wieder altmodisch, es gibt jetzt das Sternerl, aber ich habe das halt immer geliebt, das Binnen-I war ein riesiger, großer Buchstabe mitten in einem Wort, das fand ich so rebellisch, das hat mir immer irrsinnig gefallen. Das auch okay. Man kann es halt schwer sprechen, nicht? Das ist aber kurz schreiben. Ja, aber man kann immer einmal die weibliche Form nehmen. Also ich glaube, es geht einfach so darum, einfach auszubrechen aus dem, was immer schon ist. Also wir erzählen nur die Geschichten von Männern und kaum von Frauen. Wir wissen nur, welche Maler gelebt haben und nicht welche Malerinnen. Wir haben nur Wörter, die sozusagen Männer implizieren. Und also ich finde auch diese Sache, dass Johanna Donald das jetzt so gemacht hat, dass sie eben in der weiblichen Form begrüßt hat, ist einfach sozusagen einmal ein Umschwung, eine Veränderung. Und ich persönlich so als Kind oder als junger Mensch erinnere mich schon, wie schrecklich das war, dass ich mich so oft nicht mitgemeint gefühlt habe. Also, und wie das dann angefangen hat, dieses darüber reden, dass man eben mitgemeint hat, das hat mir irrsinnig, das hat mir urgefallen. Aber die Sache ist ja, Entschuldigung, ist ja auch die, dass Sie ja auch wirklich nicht mitgemeint waren. Ja, man sieht ja, heute war auf ORF Online eine interessante Geschichte beim Buch, wo es darum geht, dass die ganze Welt wirklich so stark auf Männer eingerichtet ist, dass Frauen in Gefahr gebracht werden teilweise, weil die Dummies in Autos Männer nach Männern geformt sind, weil die ganze Medizin sich an den Männerkörpern orientiert. Ja. Und das heißt, Zeit, genau. Und deswegen ja, ist, aber Gendermedizin haben wir begonnen. Deswegen finde ich eben, dass die Frage gefördert werden. Ja. Das ist Binnen-I, sollten wir schon wieder drüber sein. Das sollte eigentlich schon erledigt sein. Wir sollten automatisch. Wir können hier ja, leider nicht, aber nicht, wir sollten schon mal sagen, es gehört. In der Gesellschaft ist es sicher noch nicht. Ja, aber je länger wir darüber diskutieren, ob es gut ist oder nicht, rechtsgerichtete Bewegungen bekämpfen das doch gerade. Da muss man es wehren. Ja. Lassen wir mal, es stimmt, das ist jetzt das Sternerl, wo man sich leicht darüber lustig macht, aber wo es natürlich auch um Respekt gegenüber Minderheiten geht, die schlecht sich nicht als Männer oder Frauen definieren, ist auch okay, nur wird es wahrscheinlich also massenwirksam. Ich möchte gerne ein ganz privates Beispiel sagen, weil es mich so fasziniert. Unser Enkel wird nächste Woche 9 und wir reden immer geschlechtergerecht. Das habe ich halt intus, seit vielen Jahren. Und der macht das. Niemand hat ihm gesagt, er soll, weiß ich nicht, die Adlerinnen und Adler beim Rollenspiel sagen. Aber er macht es. Und warum? Das ist normal für den. Der wächst so auf. Ja, und warum kann es nicht normal sein, wenn wir uns die paar Sekunden mehr Zeit nehmen, wenn wir jemanden ansprechen, eine Gruppe, dass wir beide Geschlechter ansprechen. Und das Sternl ist halt das dritte Geschlecht und das schreibt man halt, das kann ich nicht sprechen, aber das Binnen-I kann man auch nicht sprechen, aber ich kann beide Formen sagen. Der größte Unterschied der Situation heute, jetzt in der österreichischen Gesellschaft, zur Zeit Donalds, ist, dass wir eine multikulturelle Gesellschaft geworden sind. Das waren wir damals im Anfang, aber nicht so. Es war uns überhaupt nicht bewusst. Da sind wir heute im großen Ausmaß, das durchzieht alle Fragen. Wie,
Wirkt sich das auf den Feminismus heute aus, Frau Heinisch-Hosek? Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, Frauen als Frauen zu betrachten, wenn ich als Frauenpolitikerin jetzt sprechen darf und es mir völlig wurscht ist, woher eine Frau ist und welcher Ethnie sie angehört, sondern wenn eine Frau Hilfe braucht, dann hat sie diese Hilfe zu bekommen. Wenn eine Frau in ein Frauenhaus gehen möchte, ist es genau egal, ob sie jetzt Mindestsicherungsbezieherin ist oder Sozialhilfe-Neubezieherin oder nicht, dann darf es nicht passieren, wenn die eine andere trifft in einem Frauenhaus, dass die eine Bedarfsgemeinschaft sind und daher die Wohnkosten abgezogen bekommen. Ist leider so. Also es ist völlig egal, man kann nicht Frauen anders behandeln als andere Frauen. Alle haben die gleichen Möglichkeiten zu haben und die gleiche Hilfeleistung auch zu erhalten. Die politische Diskussion ist ja so, Frau Dörflinger, dass Frauenrechte und Feminismus auch eingesetzt wird, um Fremdenhass zu schüren, um Ausländerfeindlichkeit zu schüren seit einiger Zeit. Wie sollen Feministinnen damit umgehen? Sie dagegen wehren. Und ich meine, natürlich ist es so, dass für mich jedenfalls, aber ich denke doch auch für alle, die hier sitzen, dass sozusagen die Menschenrechte über die kulturellen Eigenarten gehen. Also niemand wird sagen, okay, ist eine kulturelle Eigenart, Frauen zu beschneiden und deswegen ist das super. Und da kann man jetzt als Feministin nichts dagegen tun, weil das halt in Afrika dort und da stattfindet oder auch dann hier stattfindet. Also die Menschenrechte stehen eindeutig über den kulturellen Gepflogenheiten für uns, wo wir die Menschenrechtskonvention anerkannt haben, dass dann das alles benutzt wird, sozusagen, oder auch dann... Gegen die bösen Moslems, gegen die bösen Ausländer, aber die sind schuld an patriarchalen Verhältnissen. Der Herr Fritzl ist auch kein Moslem gewesen. Und, also wir haben in Österreich eine schöne Geschichte von Gewalttaten von Männern gegen Frauen. Das ist ja völlig absurd, sozusagen jetzt zu sagen, okay, jetzt kommen... Die Männer von woanders und die behandeln die Frauen schlecht. Also die Österreicher haben das auch immer super zusammengebracht, dass sie die Frauen schlecht behandeln. Also jetzt kommen auch Menschen, wo Männer sind, die Frauen schlecht behandeln, aber das gibt's in allen Kulturen auch. Frau Rauch-Kaller, dieser Diskurs, Frauen, Diskriminierung, patriarchale Verhältnisse kommen von Migranten. Wir kommen von anderen Kulturen zu uns. Der ist doch sehr starkes ÖVP. Frauenpolitik sprechen, höre ich das immer wieder. Also woher kommt das? Warum tut man das? Also zuerst einmal, die patriarchalen Verhältnisse hat es bei uns auch immer gegeben. Und es hat Jahrzehnte gedauert, bis wir sie zumindest einmal aufgezeigt und deutlich gemacht und auch in vielen Bereichen eliminiert haben. Dann auch gesetzlich mit der Familienrechtsreform natürlich. Nur eines kann man nicht abstreiten, dass in muslimischen Kulturen, in manchen muslimischen, nicht im Koran, ja, aber in manchen muslimischen Kulturen die Frau also wirklich nichts zählt und rechtlos gehalten wird, bewusst gehalten wird. Wir wissen, dass Frauen keine Deutschkurse machen dürfen, damit sie sich nicht wehren können und vieles andere mehr. Und das ist natürlich schwierig. Und eines wollen wir nicht, zurück, noch einmal wieder von vorne anfangen. Also da müssen wir uns schon wehren und da müssen wir auch solidarisch mit jenen Frauen sein, die sich das mühsam erkämpfen müssen. Aber wir dürfen ja auch nicht ausspielen, Gruppen. Nein, überhaupt nicht. Nein, Gott bewahre. Mädchen- und Bubenarbeit nach vorne gerichtet. Absolut. Mit denen quasi zu arbeiten, nicht, dass sie sich assimilieren, wirklich nicht. Nein, überhaupt nicht. Aber dass nicht, sie nein. einfach unsere Gegebenheiten als freie Gegebenheiten annehmen, mein Leben wählen zu können, einen Beruf wählen zu können, das muss man tun. Ja, darum geht's. Vielleicht die 60-jährige hergezogene türkische Frau wird das vielleicht nicht mehr tun, aber ihre Enkeltochter wird das schon selbstverständlich sehen und ich glaube, daran ist doch zu arbeiten. Ja, aber es gibt ja immer noch welche, die aber die warum das sind dann das immer die Feindbilder? Das ich glaube nicht, dass das immer nur die Feindbilder aber es ist stark, sind. Aber kann man sagen, das ist aber vorhanden. Die Konservativen sehen das ist schon so, vorhanden. Ich meine, in einem Land, in dem die wichtigste religiöse Institution, die katholische Kirche, keine Frauen als Priester hat, keine Frauen als Bischöfe, keine Frauen als Kardinäle und eine Frau als Papst, kann sich überhaupt niemand vorstellen. Auch der Einfluss der katholischen Kirche hat in Österreich sehr nachgelassen. Also das, glaube ich, sollte man auch deutlich sehen. Und das merken wir ja auch an den laufenden Kirchenaustritten. Und also da ist der Einfluss bei weitem nicht mehr so stark wie noch vor 50 Jahren. Feminismus in einer Zeit der multikulturellen Realität. Was bringt,
bringt die multikulturelle Gesellschaft auch etwas Zusätzliches, kann die Dynamik bringen, die multikulturelle Realität? Also ich frage in die Runde. Ja. Bei Feminismus denke ich einfach vor allem auch daran, dass alle zusammenhelfen sollten, miteinander, egal ob Männer oder Frauen, egal woher sie kommen, dass es besser, dass die Situation sich für die Frauen verbessert. Und ich glaube auch, was ein wichtiger Punkt für mich ist, dass ich das auch immer wieder höre von so modernen, liberaleren Männern, die dann sagen, ah, das geht mir jetzt ein bisschen zu weit. Ja, und dass wir auch aufhören zu sagen, das geht uns zu weit, und zwar so lange, bis es passt. Ja? Und es passt halt noch nicht. Ja? Und solange es nicht passt, sollten alle keine Ruhe geben, finde ich. Und man sollte auch sehen, was denn der Feminismus den Männern bringt. Ja? Das kommt viel zu kurz, finde ich, auch in der Diskussion. Aber so wie die zweite Frauenbewegung Ende der 60er, Mitte der 70er, verbunden mit den wirklich guten Reformen, könnte es doch jetzt... Ich treffe muslimische Frauen, also es müsste sowas wie eine konzertierte, ganz beabsichtigte Schulterschlussaktion Frauen unterschiedlichster Herkunft geben, dann erzeugen wir Druck, dann zeigen wir Stärke. Also das ist das, was ein bisschen noch fehlt, das macht man vereinzelt. So wie die autonomen Frauen damals gesagt haben, ist mir alles zu wenig, müssten wir jetzt sagen, wir wollen uns aber mit allen Gruppen in der Gesellschaft vernetzen, mit allen Frauengruppen in der Gesellschaft. Der Österreichische Frauenring versucht es, das sind über 40 Organisationen, ÖVP-Frauen sind leider ausgetreten aus diesem, vielleicht treten sie auch wieder ein. Also so Dachverbände, glaube ich, sind eine gute Möglichkeit, gesellschaftspolitisch Frauenleben darzustellen und Frauenanliegen sichtbar zu machen. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, weil Sie die Genitalbeschneidung angesprochen haben, das war ein Thema, von dem wir geglaubt haben, also es war ein Thema rund um in den 90er Jahren, am Beginn der 2000er Jahre. Wir haben damals, ich kann mich erinnern, in der EU-Präsidentschaft Österreichs 2006, habe ich als Frauenministerin eine EU-weite Konferenz gegen Genitalbeschneidung gemacht. Das war für viele europäische Länder plötzlich ein neues Thema. Wir haben in Österreich dann in weiterer Folge das unter Strafe gestellt, haben das wirklich auch gesetzlich verankert und haben geglaubt, wir hätten es geschafft, auch den Tourismus doch in den Griff zu bekommen. Und jetzt ist das schon wieder ein Thema. Und wir wissen, dass es immer noch das gibt. Und dass es immer in, Sie kann mich erinnern, wir haben damals auch in Ägypten und so mit Gruppen gearbeitet, die dort versucht haben, die Tradition abzuschaffen. Es ist ja keine religiöse Sache, es ist eine traditionelle, es ist eine kulturelle Sache. Und es ist immer noch ein Thema. Und da gibt es noch viel. Ja, Frauenverstümmelung. Es gibt also wirklich noch irrsinnig viel zu tun. Das zeigt, dass es in bestimmten Bereichen komplizierter ist als in der Zeit Johanna Donalds, weil unsere Gesellschaft vielfältiger geworden ist und daher auch eine Vielzahl von neuen Herausforderungen da ist, aber auch von neuen Möglichkeiten wahrscheinlich zur Mobilisierung. Das war der Falter-Talk über Feminismus heute, der Film Die Donal startet dieser Tage in Österreichs Kinos und wir freuen uns, dass Sabine Derflinger, die den Film gemacht hat, hier bei uns war. Im Falter sind aktuelle Themen, Themen der Politik, Themen der gesellschaftlichen Auseinandersetzung jede Woche vertreten in Analysen, in Interviews, in Reportagen. Wenn Sie noch kein Falter-Abonnement haben, dann kann ich empfehlen, ins Internet zu gehen. Ganz einfach ist das auf die Seite abo.falter.at und Sie können auch ein Test-Abo versuchen. Das kostet gar nichts. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge. Sie hörten das Falter-Radio, den Podcast mit Raimund Löw.